Willkommen zu einem Game, das ich jetzt direkt schon bereue, weil es heißt Rewind or Die. Also eigentlich spul zurück oder mach es rückgängig oder stirb. Und ich glaube, ist es von den Machern von diesen Power Drill Massacre und Nun und Babysitter Horror Dingsbums? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Yay. Ich würde sagen, wir legen die Kassette mal ein. Meine Community sagt euch Herz allerliebst. Auf www.twitch.tv/knutschriglive im Live-Chat. Hallo. Kommt gern vorbei. Über einen Daumen nach oben und Abo würde ich mich wie immer sehr, sehr freuen. Und wir gehen jetzt rein. Keine Ahnung, was hier passiert. Settings haben wir schon geguckt. Gibt es nicht wirklich viel. Ich habe diesen ätzenden Effekt ausgestellt. Und dann, ja, Chapter Reviewer. Es gibt viele Chapters. Aber dann können auch keinen selecten. Ah, da gibt es noch ein paar. Dann gehen wir mal rein. Oh Gott, nein, die Musik. Oh Gott, es ist wieder so ein stressiges Spiel, oder? Was für eine unpassende Musik! Autsch. Das ist ähnlich wie beim Frauenarzt, aber autsch. Sure, I'll tell him. No worries. Klar, ich werde es ihm sagen, keine Sorge. Erstmal am Arsch kratzen. That was Keith. Wants you to cover the evening shift. Michelle hasn't turned up for work. Okay. Oh, for fuck's sake. Isn't Dave in? It's really busy, apparently. I hate you so much. You know that, right? Okay, ich muss quasi die Nachtschicht übernehmen, weil die die Nachtschicht machen musste, kommt nicht. Tell him to shove it, yeah? Okay, ich muss die Nachtschicht machen, weil der Typ, der sie machen sollte, kommt nicht. Oder die Frau. Never anything good on. Was ist das für eine Grafik? Die Bilder. Also in dem Zustand würde ich nicht arbeiten gehen. Mir geht's nicht gut. Okay, gucken uns erstmal um, ob es hier irgendwelche Dinge gibt. Frankies Room. Okay, Frankies Raum. Da kann ich nicht rein. Mein Raum. Ist nichts Tolles drin. Und hier komme ich raus, okay. Nachttisch? Oh, ich komme nicht mehr zurück, ne? Nee, okay. Dann muss ich hier irgendwo hin. Hallo, Police, Police, Police. Okay, open your inventory, attempt to inspect. Okay, hier, also ich habe einen Rucksack. Das ist schon mal gut. Okay. Ich brauche jetzt wahrscheinlich ein Taxi, oder wie komme ich da hin? Kann ich das öffnen? Es riecht nach Pisse, sehr schön. Sehr realistisches Spiel. Oh, da ist aber ganz schön viel Polizei unterwegs. Oh Gott, muss ich da lang? Ich weiß es nicht mal. Keine Ahnung, ob das korrekt ist, aber es fühlt sich falsch an. Oh, hallo. Oh, der Hund. Oh, wer ist ein guter Junge? Oh, süß. Oh, süß. Oh, kann ich den mitnehmen? Oh, wieso laufe ich hier eigentlich lang? Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber scheinbar ja. Oh mein Gott. Yes. Oh ja, Hobo. Homeless. Yes, this danger of death surrounds you. Okay, ich rieche anscheinend nach Tod. Ich soll auf mich aufpassen. Heute werde ich das letzte Mal... Oh mein Gott, heute wird mein letzter Tag sein. Also ich werde heute das letzte Mal unter den Lebenden sein. Also er merkt schon, irgendwas stimmt nicht. Wenn mir das jemand sagen würde auf der Straße, Leute, definitiv würde ich sagen, ich habe Durchfall. Okay, das scheint hier wahrscheinlich mein Job zu sein. Ich arbeite in einer Videothek, das ist doch schön. Ach Leute, Videos ausleihen. Oh, das kennen doch viele von euch schon gar nicht mehr, oder? Ach, herrlich. Oh, die, okay, die Kaugummis sind schon seit 1994 drin. Ja, das kenne ich. Okay, hier ist 18 plus, da gehen wir direkt mal rein. Das ist so die... Oh, da kann ich bestimmt mal später rein. Someone really needs to screw this thing back on. Ah, okay, ist nur angelehnt, da kann ich tatsächlich drüber abhauen. Flitzekacke, okay. Okay, interessant. Kann ich das wegdrücken, bitte? So.
Oh, okay. Sie browst nur. Ah, er browst nur. Ja, der Kopf, ne? Der hat Bock drauf. Ich kann nicht erkennen, was hier ist, aber YouTube wird's freuen. Okay, das war die 18-Plus-Zone. Ihr seid ja alle natürlich hier im Chat auch 18-Plus. Definitiv. Schreibt euer Alter jetzt bitte nicht rein. Oh, Rewind or Die. Der schaut sich das an. Mhm. Kinder, da seid ihr doch gut aufgehoben, oder? Jetzt regen sich bestimmt die 40-Jährigen wieder auf, sagen, hey! Okay, ich habe nichts, was ich hier einpacken kann. Hier ist auf jeden Fall jemand Do not allow on... Also ihn darf ich nicht reinlassen. Aber wenn er halt eine Schweinsmaske trägt, ist es halt ein Problem. Okay. Dann, ich sollte drüber nachdenken, zu kündigen, sagt er. November 19. 1997. Hm. Ich habe gehört, sie machen ein gutes Game. Okay, kann ich hier irgendwo vielleicht in Stuff rein? Gibt es hier irgendwo noch die Möglichkeit? Kann ich mit den Leuten reden? Nee. Just browsing. Ah, hier, genau, hier muss ich rein. Hm. Oh nein, sag bitte nicht, dass ich ihn entspinnen muss. Was hier? Ein Object. Use. Ah, das muss ich hier reinpacken. Mein Rucksack, süß. Mach mal wieder zu. Hier keiner den klaut. Mhm. Oh, a History of Serial Killers. Eine Geschichte über Serienkiller. Ich brauche nicht rausgehen. Okay. Ich merke mir schon mal so die Ausgänge. Ich habe so ein schlechtes Gewissen hier, so ein schlechtes Gefühl. Okay, da möchte schon mal jemand bedient werden. Na, sind sie bei 18 plus? I've been waiting here for over 10 whole minutes. Das stimmt nicht. Yeah, sorry, mate. We're a little bit short-staffed today. It's totally unacceptable. I want to speak to your manager. Listen, bud. I'm in no mood for this tonight. Do you want your crappy porn flick or not? Shit. Keep your voice down. Hier. Also er hat gesagt, er wartet schon seit 10 Minuten, was es soll, was gar nicht sein kann. Und er will mit dem Manager sprechen. Da habe ich gesagt, hey, kauf jetzt dein Schmuddelzeugs über 18 und dann ist alles gut. Und dann hat er jetzt quasi einfach den Film mitgenommen, weil er jetzt nicht für Aufruhr sorgen wollte. Es hat auch gar nicht gestimmt von wegen bis 10 Minuten. Ich war gerade mal eine Minute hinten. Aber naja, der Kunde ist König, gell? Der Kunde ist König. Kann ich eigentlich auch raus zu einem anderen? Ja, ich kann nicht weggehen, ich muss hier bleiben. Gut, dann fragen wir mal unsere Kunden. Kann ich irgendwie was helfen? Sie schauen dieses Ding hier schon seit wirklich 10 Minuten an. Dann gucken wir nochmal hier hinten. Ich konnte noch gar nicht fertig glubschen. Oh mein Gott. Eine Ratte. Hä? Klingelt hier mein Telefon? Hier klingelt doch irgendwas. Was vibratet hier denn? Ah, hier. Okay, ja. Hallo, hallo? Ist jemand da? Kannst du mich hören? Bitte helfen Sie mir. Der Vibrator in der 18er-Teilung. Okay. Ah, das ist der, der nicht in... Ah, das ist der Dave, der nicht zur Arbeit gekommen ist. Oh, oh. Okay. Hi. Möchtest du einen Fakt über einen Movie wissen, über einen Film? Ja. You know the mask in Hallow's Eve? Ja. The one Mickey Myers wears? It was actually a William Sharp mask. Weißt du die Maske in Halloween Eve, die von Mickey Myers wear, also die Mickey Myers quasi trägt, die ist eigentlich von William Sharp die Maske. Aha. Did you know that in that movie The Rockboxer, Sylvester Stallion passed out after losing a race to a chicken? Was, ernsthaft? Aber im Ernst jetzt? Es sagt, wusstest du, dass in einem Movie The Rockboxer Sylvester Stallone ohnmächtig geworden ist, nachdem er quasi ein Rennen gegen ein Hühnchen verloren hat? Did you happen to know that the cat in The Dogfather was some stray that a producer found hanging around the lot? Ach witzig, ob ich weiß, dass quasi in Dogfather die streunende Katze, die der Produzent gefunden hat, dort einfach nur zufällig war. Ja, klar. Did you know that they use real bees? When they filmed the Candy Woman 2, Farewell to the Honey. Kann es sein, dass er mich gerade einfach nur ablenken will? Did you know that Luna Larry? Did you know that the runtime of Jim Cameron? Did you know that RBO? That's all I've got, unfortunately. Boah, es reicht aber auch jetzt mal, Kollege. Warum müssen eigentlich Nerds und Geeks immer so dumm dargestellt?
Warum hat der gerade den Naruto-Walk gemacht? Warum fliegen hier drin eigentlich irgendwelche Irrlichter? Sind wir hier in Zelda im Kokiri-Wald oder was? Was zur Hölle waren das? Das kam doch aus dem Klo, oder? Oh nein. Ah! Oh Gott. What the hell, Tody? Jesus. Can someone take a dump in peace? Oh Gott, hier ist Dave. What the hell, man? Was ist los, Mann? Hast du da drin geschlafen? Oh mein Gott. Hi there. My name's Timothy. Hi, ich bin Timothy. Ich bin Journalist. Ich möchte ein paar Fragen über die Leute, die letztes verschwunden sind, stellen. Okay. Die Leute, die verschwunden sind, sind hier in der Nähe vom Shop verschwunden. Was ist mit deinen Händen los? Understandable. Sorry for the interruption. If you do hear anything interesting, then be sure to give us a call. Okay, da kam jetzt im Prinzip nur rein die Presse. This town is really onto the shit, man. You got that right. Also, der kam jetzt nur rein, um uns im Prinzip zu sagen, dass halt hier Menschen in der Gegend verschwinden. Und er wollte wissen, ob wir was gesehen haben. Interview with Video to Go staff was less than helpful. Spielen wir den Harry Potter. Something's going on in there, and I'm going to find out what. Ah, phony. Okay, jetzt haben wir die Ansicht von dem Reporter, der hier gerade rausgeschmissen worden ist, um herauszufinden, warum Menschen hier in der Gegend verschwinden. Okay, dann rennen wir mal mit unserer Kassette. Oh, ich bin noch nie so erschrocken, weil jemand geschissen hat. Außer ich selber. Okay, muss ich hier irgendwo lang? Should go back the way I came, through the alley, hier lang. Wieso gehen wir alle da lang? Es gibt so viele andere Möglichkeiten. Was zur Hölle? Ich übersetze euch das immer, wenn die Konversationen am Ende sind, okay? Oh, da ist ein Unfall passiert. Oh, der Wagen sieht aber auch schon sass aus. Chop Shop. Ja, was wird das wohl sein? Kann ich da nichts machen? Ich sollte erstmal den Crash hier checken, ob jemand gestorben ist. Okay, oh nein. Ich glaube, der macht es nur, um mich jetzt zu entführen. Oh nein. Oh, what is that awful smell? Oh Gott. Hier in den Kisten. Ich wusste es. Okay, ich wusste es. Ein paar Stunden später. Oh je, und ich habe den Crash nicht mitbekommen. E to interact with the PC. So, all stuff. If I open up the shop one more time and the end of day tasks aren't completed, then someone is getting sacked as some of you have troubled remembering. Here's a reminder of what I pay you to do. Lock the doors, clean the shop, take out the trash, put the return tapes back on the goddamn shelves. Come back and do it all again tomorrow. Not too hard, right? Okay, also wir müssen die Türen alle zumachen, den Shop müssen wir wieder putzen. Wir müssen den Müll rausbringen, wir müssen alle Kassetten wieder zurück in ihre Bücherregale stopfen und das Ganze morgen machen. Der Chef hat sich beschwert, dass wir das halt nie tun. Okay, dann fangen wir doch mal an. Tape Rewinder, such a useful piece of kit. Ah, da ist der Tape Rewinder, darum geht's wahrscheinlich. Interessant. Okay, und wo habe ich jetzt den Müll und alles andere? Okay, jetzt weiß ich auch nicht, wo ich den Key hin habe. Also, okay, die Leute schmeißen ihre Dose hin, ernsthaft? Da brauche ich wahrscheinlich wieder irgendwas zum Putzen erstmal. Oh, die Leute sind solche Schweine. Also, Gott, dann wird denn das... Also, da... Oh mein Gott! How is this possible? Wie ist das physikalisch möglich? Nee, heute nicht. Boah, furchtbar. Sorry an alle, die gegessen haben.
HR have suggest I leave a contact number in case of any late night emergencies. Do not take the piss with this. You are not to call me if... Also, ja, eigentlich sollte es eine Nummer sein, wenn es Unfälle gibt, dass wir anrufen können. Hier, 555-83553, das ist die Nummer. Die können wir anrufen. 555-8553. Vielleicht brauchen wir die nochmal. What's im Putzzeug? Muss ich hier nicht... Ordinary Dumpster. Ein riesengroßer. Newsletter. Local residents are in arms over leaked council plans to invite developers to bid for the right to build on land reserved for the Edge Heights Memorial. Mhm. 22 and the estimated 150 residents lost their lives that fateful day. Residents, warte mal. The Eden Heights High Raid was opened in 1966 to much fanfare. Sadly, on March 11, 1974, Eden Heights was devastated by a fire which tore through the building, the cause of which remains. Oh, das könnte den Killer betroffen haben. Es brach ein Feuer aus, in denen 11 Leute gestorben sind und der Typ trägt ja eine Maske. Ich gehe fast davon aus, dass er ein verbranntes Gesicht hat. Das ist so oft der Fall. Okay. So, wie... Ah, da ist ja er. Kannst du mal... Oh mein Gott, der hat sich... Oh, die Hand. Nein, du kannst mir helfen. Oh, you'll be fine. I'm meeting Michelle tonight. I really need to get ready. Michelle? I thought she wasn't well. She fallen in sick. She isn't. But she's about to get a whole lot better, if you know what I mean. It's dangerous to go alone. Here, take this. Yeah, thanks. Okay, er trifft jetzt Michelle, aber Michelle hat uns ja gerade angerufen. Hat er nicht keine Hose an? Hat er keine Hose an? All work and no pay. Hatte der Breaks are 10 only minutes. Hatte der keine Kackhose an? Wie kann ich denn diesen blöden Müll aufheben? Brauche ich dazu irgendwas? Oder muss ich das nach der Reihenfolge machen, wie es da steht? Oh, da ist ja jemand. Tony Byrne. Tony, Detective. Möchte ich ein paar Fragen stellen. Look, if it's about the TV license, I'm gonna pay it. I just forgot. I'm sure you will, but that's not why I'm here. Die TV-Lizenz. There have been a spate of missing people in the area recently. Ja. We're sort of at a loss at this point, but we did notice that every one of the missing persons had a video to go account. Oh. I'm just curious if you have your recent customer transaction data to hand. Verstehe. Would you like to check some of the dates compared to their last sighting? Oh. Yeah, sure. They're in a filing cabinet out back. Just give me a minute. Also es sind quasi ganz viele Leute, die in der Gegend ja vermisst werden und die haben alle einen Kundenaccount bei uns gehabt. Ich glaube, dass die fast vielleicht diesen Film ausleihen und wie bei The Ring es dann Wirklichkeit wird. Okay, ich muss ihm mal hier, glaube ich, meine Sachen geben, oder? Wo kriege ich denn meinen Account her? Ah, wahrscheinlich muss ich es aus meiner Tasche holen. Sus, würde ich mal sagen. Okay. Muss meinen Account holen? Wahrscheinlich am PC. Auch nicht. Sorry, Sir, ich habe hier nicht zugehört. Was? You need the customer records. They are in the back room. Mhm, und wo? Ah, hier. Customer membership. Shit. Ship. Hier, bitteschön, der Herr. Perfect. Thank you for your cooperation. This will be extremely helpful. Okay. Tschüss. And Mr. Brown, try to remember to pay that TV license. Ich habe ihm halt gesagt, dass er kam. Um Gottes Willen, die TV-Lizenz werde ich noch bezahlen. Aber dann hat er gesagt, dafür ist er nicht hier, weil hier Leute verschwinden. Und jetzt hat er gerade am Ende gesagt, ich soll die auf jeden Fall bezahlen. The daily returns, I need to put these back.
out on the shell soon. Soon. Also wir müssen es, glaube ich, schon nach der Reihenfolge machen. Was kommt jetzt als erstes? Lock the doors. So. That locked up tight. Never clean up this shit all. So, jetzt muss ich die Kacke wegputzen. Er ist tatsächlich nach Reihenfolge. I'm not taking this by one. I should get the bin back from the back room. Okay. The bin back! So, let's go. Let's clean. I clean this. Ja, der recht. Ich würde es auch nicht anfassen. Dass die Leute hier einen Scheiß auf den Boden immer schmeißen. Das nervt mich generell immer so extrem, wenn das Leute machen. Hier einfach die Dose. Moment, Moment, was passiert hier? Was sollte das? Was war das? Was war das? Ich hab's verpasst. What was that? My friends? Hast du es mitbekommen? Mir wird warm. Mir auch. Was war das? War nicht hier auf dem Klo noch was? So, hab ich jetzt alles oder fehlt noch was? Dann dürfte ich es ja eigentlich theoretisch jetzt hier rausschmeißen. Ah ne, dann habe ich noch nicht alles, oder? Hier wird ja wohl nichts mehr sein, hier hinten. Habt ihr noch irgendwo was gesehen? Ist der some Trash? Oder muss ich es gar nicht wegschmeißen? Ah, ist hier noch irgendwo was? Beim Schreibtisch, auf dem Regal ist noch Müll. Auf dem Regal? Oh ja. Und beim Schreibtisch habt ihr noch was gesehen? Ne, hier kann ich nichts nehmen. Stimmt, da muss man doch noch ein bisschen genauer hinglupschen. Aber dafür ist ja die Community da. Ah, da. So. Die Leute alle ihre Getränke hier abstellen. Wie assi ist denn das? So, use. Use it or lose it. Ah! Oh Gott. Hey, der Tony. Warum schleicht euch immer alle von hinten an? Oh Gott. Jesus Christ, Cap. Don't do that. What's the matter? Let's go. Ja, hast du. Du hast mich erschreckt. You'll never survive the war. Du wirst den Krieg niemals überleben. Hey, did you hear, by the way? Another person's gone missing. That's three this week. What the hell is going on? Hast du mitbekommen? Ist schon wieder eine Person in vermisst. Es sind jetzt schon drei diese Woche. Was zur Hölle geht hier los? It's been weeks and they haven't even got close to catching this guy yet. Das ist wirklich ekelhaft. Sie haben jetzt schon seit Wochen gesucht und haben sie nicht mal nah dran, diesen Typen zu finden. What do you think I feel? At least you get to go on and lock your doors. Am I here on that? Weißt du, wie ich mich fühle? Anyway, I'm just gonna have a rest back here, if that's alright with you. Okay, also er bleibt noch ein bisschen hier. I need to get back in anyway. I've just gotta put the returns back on the shelves and then it's home time. Okay, ich muss noch meine letzten Aufgaben erledigen, dann kann ich heim. Sorry, no offense. Tut mir leid, wollte nicht böse sein. Not taken. The bins are my home now. Oh, was der Müller, was ist jetzt mein Zuhause? Was zur Hölle passiert denn hier eigentlich? Yeah, you'll love this. What do you call a man with no shins? Don't give up your day. Tony. What was that? Nothing. Very funny. Was hat mir gegeben? Gar nichts. Hey there, Tony. Ich finde es lustig, wie die reden. Die reden so richtig in so verschiedenen, in unterschiedlichen Tonqualitäten irgendwie alle. Boah, das waren echt... Breaking news. Police have found the body of an adult man. The body has been heavily mutilated. Police advise that all citizens return to their homes immediately and lock all doors and windows. I repeat, police inform that all citizens return to their homes immediately and lock all doors and windows. Okay, es wurde ein erwachsener Körper gefunden, der sehr zugerichtet ist und man sagt, dass die Leute jetzt nach Hause gehen sollen, nicht mehr rausgehen sollen. So, okay, wo müssen die Sachen hin? Boah, weiß ich jetzt, wo die hin müssen? Sollte mir irgendwie angezeigt werden, oder nicht? Hier. Northwest Side Story. It's definitely a romance. Ah, okay. Wo ist denn Romanze? Ah, hier. Okay. Dann, Comedy. Comedy, Thriller, Action.
Wo war denn nochmal? Ah, hier hinten. Comedy. Adult ist hier drüben. Kinderfilm. Nein. Oh mein Gott! Nein! Nein! It's locked. Und ich sag dazu sorry, gar nichts. Tut mir leid, wir haben zu. Wir haben zu. Du musst morgen kommen. Bist du taub? Geh weg. Er wird wiederkommen. Und es fällt hier niemanden auf. Die Polizei ist doch jetzt voll aware. Wir sind noch gerade 10.000 Polizeiwegen rumgefahren. Ah, guck mal, da ist doch einer. Da fährt die Polizei hin. Die sagen nichts, dass hier ein Mann oberkörperfrei in Schweinsmaske hier vor meinem Laden steht. Ja, der kommt jetzt 100 pro von hinten. I know it. Kids. Okay. Action-Movie war doch Action. Ja. Yay. Adult schon wieder. Ey, dieses vollgeschissene Klo ist schon Horror genug. Also spätestens jetzt würde ich einfach mal rennen. Oh Gott. Oh, for Christ's sake. Oh mein Gott. Wer hat das gemacht? Ich lasse Keith am besten wissen, was passiert ist. Ich hoffe, das wird nicht von meinem Gehalt abgezogen. Not long now, Piggly. Nicht mehr lang, Schweinchen. Oh Gott. Also das jetzt ist es ein Fall für die Polizei, ja? Weil die hier nur mal gesagt haben. Warum hat sich das hier so verzogen? Mhm. Okay, sieht schlecht aus. Hello? Hallo? Keith, it's Tony. Something's happened. Etwas passiert. Nur im Notfall anrufen. Someone smashed the shop window with a cinder block. What the hell? How'd you let that happen? Oh, I just rented him the brick and let him have the way. What the fuck do you mean, how did I let it happen? Alright, I'm coming down. Look, in the meantime, try to find something to board it up. The last thing we need is someone taking our stock. Well, I'm glad to hear you care about the safety of your staff. Don't be a smartass. I'll be there soon. Now, board it. Okay. Also, ich habe es meinem Chef gesagt, dass jetzt da was passiert ist. Der hatte gesagt, okay, er kommt jetzt vorbei. Ich soll jetzt das Fenster so lange aber zumachen. Und where did this actually come from? Oh, das war vorher nicht da. Und hat halt gesagt, ich soll das jetzt unbedingt machen. Hey, Homie. Ich habe ein Geräusch gehört. Oh, ich sag's ihm nicht. Ich habe voll die entspannte, nette Stimme. Warum sage ich ihm's nicht? Ich brauch dich hier, Homie. Ich hätte so Schiss, wirklich. Muss ich was finden, um das... Brauch etwas, um das zuzumachen. Wahrscheinlich hinten im Lager finde ich was. Hm, lass mal gucken, ist hier irgendwas drin? Ich schmeiß einfach die Ratte als Antwort zurück. Oh, sieht alles super aus. Okay, wie ein Horrorfilm. Was tastes funny? Hat sie irgendwas zum drüberkleben? Vielleicht ja doch eher draußen. Ah ja, die Bretter. Genau, es liegen ja auch zufällig überall Treppen. Und wie sollen diese Bretter jetzt hier über dem Glas? Wahrscheinlich müsste ich die jetzt da dran batzeln. Okay. Okay, ich reg mich gerade auf, weil jemand schon wieder anruft. Oh Gott. Keith? Keith, I thought you were... Wir werden heute Abend Spaß haben. Wir sehen uns bald. Kleines Piglet. Screw waiting for Keith. I'm getting out of here right now. Ich werde sofort gehen. Oh mein Gott. Ruf doch die Polizei. Something is blocking the door from the other side. Ja, was wohl? Ruf doch die Kack-Polizei einfach an, hä? Wie wär's damit? Okay, looks fine. If
This was a horror movie. Oh mein Gott. Kann ich hierüber bitte abhauen? Come on. Come on. Ja, ich hatte dich die ganze Zeit im Kopf. Oh Gott. Nein, der kommt mir jetzt nicht hinterher. Oh Gott! Das ist ja furchtbar. You really think I don't know where you are? Mama! Ich hasse das Spiel! Aber er ist nicht gut im Zielen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, er kommt. Ich will hier hoch. Why would I go on the fucking roof? Warum nicht, Mann? Oh mein Gott. Who the hell could do something like this? There you are. Was? Oh Gott. Ich weiß nicht wohin. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Nein, lass mich! Hilfe, warum ist denn niemand hier? Warum willst du nicht mit mir spielen? Weil du ein bisschen gestört bist? Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott, er hat eine Kettensäge! Oh Gott, nein, es hat er mich. Oh Mann! Ah, die Musik habe ich gefühlt. Oh nein, es hat er mich. Du entkommst mir nicht, Piglet. Muss das mit unten? Oh Gott, muss das mit Unterhose sein, Homie? Into the fire, verdammt. Schau mal, wer wach ist. Noch nicht mal angefangen mit dir zu spielen. Also bleibst du hier. Bis ich für dich ready bin. Wird nicht lang sein, um Gottes Willen. Wen höre ich denn da heulen? Oh, der Reporter! Hey! Du mit den Fleischhänden! Oh Gott, ich glaub. Oh, hallo, was hab ich denn? Verrottetes Tierfleisch. Ciao! Schön, dass hier extra Kerzen hinten angemacht worden sind für die Person, die das findet. Ich glaube nicht, he knows about the hole, but all that effort to end up in the basement with the shutters locked, I don't think I'm making it out. Also er weiß nichts von dem Loch hier hinten. Aber warum sind hier, warum mache ich das jetzt nicht zu? Es wäre doch gut, wenn ich es zumache, sonst weiß es ja. Die Frage ist, warum sind hier hinten Kerzen an? Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich hier raus will. Oh mein Gott. Oh, muss ich? Oh Gott. Oh Gott, hier waren Leute. Oh. Schmatz, Schmatz, Schmatz. Was für ein Kacktag. Was für ein blöder Tag. Was muss ich tun? Was steht hier? What? No. Pirate. Aber wie kann ich die switchen, die Dinger? Ah, so, okay. Ich glaube, das Rätsel kann ich noch nicht lösen. Weil eins fehlt, oder wohl? Doch, warte mal. Da muss ja nur eigentlich hier noch eins hin. Ne, mir fehlt eins, ne?
Aha. Oder muss das da oben hin? Das Blaue, das Rote? Looks like the pieces is incorrect in an incorrect position. Ja, das glaube ich auch. Aber gibt's hier nicht dieses rote Dingens? Das rote hier mit dem... Das wäre doch eigentlich ganz gut, wenn... Ah, ich kann die auch einfach so rüberwürfeln. Ach so. Die, die richtig sind, die leuchten dann auf. Oder? Aber hier habe ich noch keins. Ich glaube, hier fehlt doch noch eins. Kann das sein? Oder muss da einfach nur... Denk dran, es ist nur ein Spiel, nicht echt. Natürlich ist das echt! Ah, es ist in der correct position. Also alles, was in der richtigen Position ist, bewegt er nicht mehr. Das ist ja edelmütig. Aber dann fehlt mir hier definitiv noch was. Das ist auch in der richtigen Position. Dann kommt das hier wahrscheinlich. Also immer wenn es leuchtet, ist es in der richtigen Position. Aber da habe ich ja auch nicht mehr viel von hier. Okay. Ich lasse es mal. Okay. Fehlt eins. Ist locked. Oh Gott, ich will gar nicht hoch. Das ist ja furchtbar. Ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Oh. Jetzt komme ich aber nicht mehr runter, aber ich habe da jetzt was bekommen. The Tanning Room. Ist zu. Zum Glück. Nein, nein, lass es. Du musst da nicht rein. Oh Gott, Bro, was machst du denn? Also die Musikuntersetzung ist wild. In diesem Spiel, die Unterlegung der Musik, aber okay. Kommt da, glaube ich, noch nicht dran. Was zur Hölle ist, geht hier vor sich. Okay, ich komme nicht dran. Ja, ich brauche irgendwas. Okay, okay, okay. Hier kommt noch eine Kurbel dran. Killing Floor. Okay, lassen wir das mal. Ich würde mal gerne hier reingehen. 5 von was? 5 Schweine. Wahrscheinlich muss ich 5 Schweinis irgendwie opfern. Oh Gott. Ist hier nicht der Dude? Guck mal, hier ist der Wagen. Oh Gott. Was zur Hölle? Da kommen die Leute raus. Okay, wir gehen mal hier zu den Dude nach hinten. Der ist ja hier. Ah, da habe ich doch das. Use. Was bringt das jetzt? Aber das muss doch dahin, oder? Was macht denn das? Hey, Homie. Cell Dog is locked tight. Okay, ich kann mit ihm nicht reden. Muss ich das überhaupt tun? Danger Zone. Stuff of gas before replacing it. Ah, okay. Battery has been removed. Dann nehme ich das mal mit. Weil dann kann ich das jetzt noch nicht machen. Was für ein stranger Shit. Oh Gott, hier wird verbrannt. Hier ist schon jemand. Lebt da noch jemand? Da lebt ja noch jemand. Oh, der ist doch verbrannt. Was zur Hölle ist denn hier los? Ist das hier ein Hautlappen? Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin soll. Das ist so unfassbar riesig. Da kann ich schon mal crouchen. Das ist gut, da kann ich nämlich vorhin abhauen. Wenn er kommt. Hier, es ist locked. Ist verschlossen. Mike? Oh, oh, ein Challenge. Oh mein Gott.
Verdammt, ich bin zu spät. Jetzt hat er ihn schon. Das sind die ganzen Schränke, die ganzen Habseligkeiten von uns. Oh Gott. Aaron ist locked. Das muss... Oh, der Hundi! Der Hundi, nicht du! Oh, den müssen wir retten. Das ist der von vorhin. Kann ich das vielleicht... Oh, wir müssen... Kann ich den Zellenkey? Oh, wir müssen den Hund... Den Hund müssen wir retten. Dieses Schwein. Ich glaube, das ist der Schlüssel, den ich jetzt habe, Blikey, oder? Dieses Schwein. Okay. Also, den Hundi müssen wir retten. Höchste Priorität, save the dog. Ich will gar nicht nach unten, weil da wird der sein. Deswegen schaue ich jetzt nochmal. Hier ist ein Padcode. Ich weiß den Code nicht. 5x5. Nee. Okay, dann lass uns mal unten den Typen... Oh Gott, ab jetzt rennt er uns aber bestimmt hinterher. Kann es sein, dass ich gar keine Versteckmöglichkeiten habe in dem Game? Ich kann mir die Gerüche überhaupt nicht ausmalen in diesem Game. Oh, die Kurbel. Ich weiß nicht, wie lange ich das hier noch aushalte. Allein der Geruch macht mich verrückt. Dieser Verrückte schmeißt Menschen ihr Oberkörper... Throne a man, hat einen männlichen Torso. The sick fuck has thrown a human torso in here. Ah, okay, er hat mit mir quasi hier ein Torno. Ah, okay, also er wollte quasi, dass er einen menschlichen Torso isst. I held off even looking. Ich schaffe es nicht mal hinzuschauen, aber ich verhungere. Bitte vergib mir. Oh mein Gott, er hat ihn gegessen. Da ist er. Ganz schön leer genascht hier. Wo war nochmal diese Kurbel? Wo war nochmal die Kurbel? So. Wo war nochmal die Kurbel, Leute? Ah, hiermit, ne? Dann kann ich nämlich wieder hier zurück. Ah, das ist hier. Ah, jetzt habe ich das hier. The fuse. I got the fuse. So, kann ich das nicht damit füllen? The fuse? Wo war denn nochmal diese Ding, Leute? Oh, da ist er ja. Du musst mich hier raus, bevor er zurückkommt. Ich dachte, du wärst tot. Oh, der Arme. Genau, wir müssen jetzt zurück und das Blut wieder absenken. So absurd sich's anhört. Hier war das. Aber ich würde trotzdem auch gerne wieder das Blut mal absenken. Einfach, weil ich's kann. Dann nehmen wir's wieder mit. Da unten war ja nichts mehr. Jetzt kann ich nämlich hier die Kurbel tätigen. Und die Fuse war nochmal wo? Oh Gott. Ah, damit kommt es runter. Gib mir den Basement. Oh nein, Basement ist immer schlecht. So, das kann ich nicht öffnen. Oh, jetzt ist es doch wieder an. Okay, dann usen wir das nochmal kurz. Einfach nur gucken, ob ich hier runter muss. Oh, das ist der, ne? Oh nein, ich will da nicht rein. Muss ich da rein? Den Basement Key habe ich jetzt. Ich will da nicht rein. Okay, dann gucke ich mal kurz, ob ich das Rätsel hier einfach ganz schnuckelig kurz lösen kann. So. Ich bin nämlich... Zibet. Wenn es leuchtet, ist richtig. Das kann ich nicht usen. Dann sind jetzt eigentlich alle richtig, außer das. So. Sind alle korrekt. Okay, dann müssen wir da jetzt rein. Ich will nicht, jetzt kommt er bestimmt. Ah! Mann, ich hasse die Jumpscares in diesem Game. So, Red Electrical Cube. Jetzt haben wir den roten. Die Fuse kann ich hier auch reinpacken. Deep Freeze, Temperatures Regulation. Oh Gott. Verdammt. Er spielt mit meinen Toys. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Es ist auf jeden Fall nicht gut.
Das kommt dann... Hallo? Hallo, der kommt doch hier hin. Warum geht es nicht? Jetzt. Oh Gott, kann ich mich hier verstecken? Kommt der jetzt runter oder nicht? Nee, es hatte was im Mund, aber es war nichts, was mir was bringt. Oh Gott. Dieser Kopf bewegt sich, da ist wieder ein Arm. Da hinten ist noch was. We're closed. Der hat mein Schild geklaut. Also hier hat er definitiv mein Schild geklaut. Okay, was ist da drin? Oh Gott. The Van Key. Kommt der jetzt? Was war das für ein dummes Geräusch? Ich habe Angst, ab dem Punkt, wo er kommt, wo ich hier in so dumme Spinte rennen muss. The Van Key. Oh shit. Carl, I'm seeing me. I need to get back to my cell. Oh fuck. Oh. Oh, was? Oh mein Gott, oh Gott, ich bin tot! Wohin muss ich denn? Ich will meine Zelle und die Tür zumachen. Ah, ich fake das. Ich war's nicht. Es war der andere. Schon schlau. Das war wirklich knapp. Oh Gott. Und jetzt aber direkt die Tür hier offen lassen, damit er sieht, dass ich das bin. Dass ihn das aber auch nicht wundert, ne? Mann, bin ich ein Frechi. Jetzt geht die Tür hier auf. Oh, der hat was in der Hand. Freezer Lever. Oh, dann kann ich da in den Freezer rein. Wo war denn der noch? Oh. Wo war denn der nochmal, dieser blöde Freezer? War der nochmal? Verdammt. Kann es sein, dass ich das auch mal wieder nehmen muss hier? Weil das brauche ich ja nachher auch noch für irgendwas. War der nicht hier irgendwo oben oder da? Oh, war der tatsächlich hier? Oh Gott, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, hier reinzugehen. Oh mein Gott. Oh Gotti. Oh, sieht kalt aus. Ja, ich glaube, mir ist auch gleich kalt. Ih, diese Haut, die überall abhängt. Okay, da ist jemand drin. Weiß nicht, ob ich da hin will. Aber okay. Danke, Likey. Okay. Temperatur. Oh, ohne Crossbar. Dafür sind wir also hier. Oh nein. Oh nein, du Schwein. Oh nein. Oh nein. Oh oh. Oh Gott. Oh Gott, und jetzt? Oh oh. Hilfe, ich will nicht sterben! Ich glaube, wir werden sterben. Das war dumm. Five, four, three, two, one.
Oh Gott, die Knöpfe konnte ich nicht drücken. Oh, es ist wieder offen. Und ich habe die Crossbar. Was war denn das hier? Ah, okay. Ich dachte gerade. Ich kann die Knöpfe nicht drücken. Safety locks engaged. 20 seconds to control. Ah, doch, kann ich. Temperature releasing safety locks. Releasing safety locks. Temperature control valve function. Oh Gott. Was? Wie viel Pech willst du haben? Oh Gott. Can this day get any worse? Oh Gott. Kurz an die neuen Mods, wenn jemand schreibt, dass er mein Buch gelesen hat, das brauchen wir definitiv nicht löschen. Dankeschön. Freut mich sehr. Oh Gott, was ist das für eine Tortur hier einfach? Wo bin ich denn jetzt? Wie groß ist denn dieses Ding? Hier, System Pressure Fault. Manual Pressing. Pressure, Pressure, Under Pressure, Pressure. Ich habe jetzt ein Brett. Oh, okay, hier bin ich. Mhm, 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 mhm. Oh, oh, ah. Mhm. Pressure reveals lever, platform hydraulic control, damage area. Entschuldigung, do not enter. Okay. Kann ich das nehmen? Moment. Oh. Okay, ich habe jetzt diesen Schalter gedrückt. Bedeutet, diese Tür ist aufgegangen. Oh nein. Oh nein, jetzt wird's stressig. Oh Gott, nein, bitte nicht. Oh Gott, nein. Nein. Da läuft ja sicher nicht hier in die Ecke, oder? Oh Gott. Verdammt! Das Gute ist aber, man hört genau seine Schritte und wo er ist. Da kam ich ja her. Jetzt warte ich kurz hier und dann gehe ich nach links. Gehst du bitte? Ah, er hat eine Lampe. Wenn es hell wird, ist er da. Ah, deswegen ist es dunkel geworden. Ah. Oh Gott. Ich
weiß halt überhaupt nicht, muss ich mit diesen dummen Kisten irgendwas machen oder einfach nur entkommen? Oh. Oh nein! Jetzt bin ich tot, oder? Ah! Ich weiß nicht, was ich machen muss! Was muss ich tun? Schalter drücken, lauf! Jetzt rennt er mir hier hinterher die ganze Zeit. Oh Scheiße, und jetzt? Oh mein Gott. Oh shit. Oh shit. Oh ja, super. Toll. Super! Ah, okay, man wird ihn auch los. Okay, man wird ihn auch los. Bin mich jetzt ja aber auch hart gewundert hier. So, okay. Gehen wir wieder runter. Das habe ich alles geöffnet. Ach cool, das zählt dann sogar. Ach cool, es speichert. So, hier war das doch jetzt. So, jetzt aber. Ja. Und jetzt kann ich da nämlich hin und kann darüber. Ja. Wie komme ich denn da nochmal hin? I don't know. Holy, danke für die ganzen Subsidien-Nudeln. Lese ich gleich vor. Vielen Dank. Hier eskalieren wieder Leute im Chat. Was ist los? So, da kann ich jetzt rüber. Yes. Wie sollte es auch anders sein? Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Und ich erwarte hier einen Schalter. Ja. Ja. Oh Gott. Okay, Marathon geht weiter. Okay, dann gehen wir zum Exit. Exit da. Da, wo die Karte ist. Dann da hoch. Jetzt kenne ich mich ja schon richtig aus in den Bunker hier. Jetzt fühle ich mich schon richtig wohl. So, dann gehen wir hier rein. Und dann geht es doch hier irgendwo lang, oder? Nein, verdammt. Ah! Oh Gott, der ist jetzt aber ganz schön schnell geworden, ne? Jetzt muss doch hier irgendwo diese eine Tafel sein. Wo ist denn die? Diese dumme Tafel, wo ich dann die Tür rauskomme. Wo ist die denn? Hier. Ja. Ja, du Sack. Du dummer Sack. Du blöde Sau. Ja. Was hast du davon? Oh, under pressure. Oh, ich hab's geschafft. Wie bitte? Wie soll das möglich sein? Hast du dich dupliziert oder wie? It's mehr fun in hier. Das ist aber keine gute Belohnung. Oh, also ich weiß nicht, der Typ hat irgendwie einen Favor für Verstecke in Schränken. Einfach mal über so einen gruseligen, spinnenden Schrank bauen. Ey, da könnte ich nicht mehr ruhig schlafen, wenn ich sowas in meinem Zimmer hätte. Eine tote Ratte. Ah, das war wahrscheinlich so ein Vorbote. Deswegen, oh hi, was machst du denn hier? Ein Schlüssel? Oh mein Gott. Du kannst nicht mehr leben. Der Loft. Meine Waffe. Oh, der Code. Er hat ihn verbrannt. Der hat ihn verbrannt. Okay, er hat einen Schlüssel bei sich. Finde den und die Gun holen und mach das, bring das zu Ende. Woher weißt du, dass ich nicht vielleicht einfach nur die Putzkraft bin von diesem Psychopathen? Und wie kannst du bitte eigentlich noch leben in diesem Zustand?
Disgusting Swine. Ach, guck mal, der macht hier... Oh Gott. Wie es ihn auch nicht mehr juckt, dass ich jetzt weg bin. Gibt es mehrere von denen? Kann es sein, dass das alles diese 11 Toten sind, die verbrannt sind? Das sind ja mehrere, oder? Das kann ja nicht sein, dass es jetzt nur einer ist. Glaube ich. Ist ja weird. Okay. Was? Ist das ein Ei, was mich anschaut? Looks Skeptic. Ist das vielleicht wegen Skeptic-Eye? A Power Pack. Okay. Komme ich da irgendwo hin? Ah, ich habe so eine Crossbar. Ganz vergessen. Kann ich die nicht usen, bitte? Na, geht doch. Hello. Was ist das für ein Schlüssel? A small key. A very small key. It must open a small lock. Da war doch irgendwas, Leute. Was war denn das nochmal? Da war doch was, Leute. Was habe ich... Konnten die nochmal damit öffnen? So. Da war doch was. Könnt ihr euch remembern? Ihr kleinen Stinker? Oder seid ihr schon so müde? Oh, der Hundi. Der Hundi, ja! Oh, oder das hier. Das hier. Oh, ich glaube fast. Ist es das hier? Nee, es ist der Hundi. Warte mal. Ja, ja, ja. Ja, ja, der Hundi. Ja, es ist okay. Ich habe es bemerkt, dass es locked ist. Doggo, I'm coming for you. Kann ich das nicht... warte. Ein ernsthaftes... Nee, ich kann es nicht benutzen, Leute. Es ist nicht dafür, leider. Ich glaube, den Hund holt man erst am Ende. Nee, nee. Aber das geht auch nicht damit, ne? Kann ich damit nicht einfach die Crossbar benutzen? Kann ich das nicht einfach mit der Crossbar kaputt machen? Das wäre doch eigentlich logisch. Nee. Okay. Okay. Jetzt erstmal auf mein Leben klarkommen. Wo, wie, was? Dass ich mich hier traue, wieder in dieser Haut von dem hier so rumzustapfen und zu spazieren, finde ich wirklich sehr faszinierend. Oh Gott, wo warst du? Ich dachte, du hast mich vergessen. Nein, keine Sorge, ich komme wieder. Ich muss nur kurz hier durch dieses offensichtlich offene Tor, damit jeder weiß, dass ich gegangen bin. Wo ist denn nochmal meine Cross, mein Ventil? Ah, hier. Oh Gott. Danke, Leute, dass ihr so süß mitratet. Ihr seid ganz süß. Power Pack. Use it or lose it. Ah, nee, halt. Turn on gas. Oh, was? Oh mein Gott, ich habe ihn getötet. Sollte ich das machen? Jetzt habe ich den aber getötet. Ich hätte ihn auch retten können. Wie? Was? Der Arme. Oh. Oh nein, ich hätte ihn retten können. Hätte ich? Hätte ich? Passiert dem Besten. Das ist sehr satisfying. Ja, aber wie? Hey, hier ist gar keine Gun drin. Ah, der Code 3663. Aaron. 3663. Nicht am Ventil drehen. Oh nein, scheiße. Es war so automatisiert in mir drin. Oh, halt. Oh nein, der Arme sagt, don't turn on the gas und ich mach das auch noch. Och Gott. Kann ich das nicht nochmal neu machen? Oh, der hat was mit Piggies. Oh Gott, ich sag euch, das wird eine Katastrophe. Es wird die Beantel Dawn.
Alle tot. Ah, Schlüssel. Oh, yes. Wieso nehme ich diese ganze Muni nicht mit? Ich sag euch, ein Schuss wird gegen den nichts ausreichen. Das sage ich euch jetzt schon. So. Jetzt habe ich einen Circuit Breaker. Circuit Breaker used in heavy machineries. Oh, bestimmt um diese dumme Ding von ihm anzuhalten. Ach Mann, Leute, das ärgert mich jetzt. Der Arme. Das ist jetzt so. Okay. Oh Gott. Okay, ich glaube, es ist Zeit, ihn umzubringen. Er ist sehr schnell. I don't like diese. Ah, wie viele Schüsse hältst du aus, Mann? Was? Was zur Hölle? Was ist passiert? Was passiert mit mir? Hä? Okay, komm her, ich mach dich platt. Okay, irgendwas passiert hier mit mir. Was ist denn los? Oh, diese... Egal, Leute. Am Ende, der Hund muss überleben, okay? Also auch an Mr. Lösungsbuch. Oh Gott, ich habe keine Muni. Ich muss nachladen. Der Hund muss surviven. Das ist das A und O. Alles andere ist egal. Mach mal kurz mal ein bisschen mehr Abstand zu dem. Und dann knalle schon ab. Oh Gott. Auf dem Kopf zielen? Ah. Okay. Ja, das ist natürlich leicht für mich. Okay. Kommt er da nochmal? Oh, verdammt. Ich finde es sehr beeindruckend, wie viel Muni eigentlich. Ja, du Schwein hier. Das ist dafür, dass ich den jetzt umgebracht habe. Looks like Little Piggy is gone. Ist er nicht. Ich sag euch. Es gibt mehrere oder er steht wieder auf. Kannst du ihm mal die Maske abziehen vielleicht? Wieso geht die Tür jetzt auf? Okay, Leute, ich weiß, ihr liebt alle Plüsch und so und das ist das, worauf... Ja, ich weiß, es macht euch glücklich, aber ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ihr kein Plüsch-Gnu besitzt, ja, dann darf es auch keine anderen Plüschtiere geben. Was zur Hölle? Ich glaube, dass der das ganz schön scheiße findet, wenn ich das mache. Wo waren denn überall Plüschschweine? Also ich glaube, hier oben war nur eins. Gott, ich kann den Hund bestimmt auch abknallen, oder? Das würde ich nie tun, aber ich sag's nur. Ich muss aber nicht nochmal runter in den blöden Keller. Oben ist noch eins. So. Hier muss noch irgendwo eins sein. Hier, Louis was here. Das ist natürlich sehr sarkastisch. Ich höre den Hund da unten. Steht noch irgendwo ein Schweini? Is there somewhere a Schweini? Oh Gott. Wie soll man das denn finden? Um Himmels Willen. Okay,
Okay, dann gehe ich mal hier lang. War hier noch irgendwo ein Schwein? Könnt ihr euch noch erinnern? Oder war es das? Das heißt, die Schweine sind seine Seele, oder wie? Where is the Schwein? Ah, deswegen. Fünf was? Fünf Schweine. Jetzt haben wir aber erst drei. Jetzt haben wir erst drei Schweinis. Noch irgendwo ein Schweini gesehen? Ich glaube, die sind wirklich nicht einfach zu finden. Ah. Okay, dann muss ich nochmal runter. Vielleicht in der Nähe vom Hund. So, hier muss noch irgendwo eins sein, aber wo? Where are the Schweinis? I can't see a Schwein. Seht ihr irgendwo was? Das im Spind wurde schon gefunden, ja. Ja, lol. Wie gut sind die denn versteckt? So, es fehlt nur noch ein Schweini. Ein Last Schweini. Ich hätte das dumme Ventil gar nicht mitnehmen müssen, gell, um den zu retten. Das ärgert mich. Mann. Ich glaube bestimmt noch in den Zellen irgendwo. Hatte der nicht eins? Nee. Hier kann ich auch nicht rein. Hier wird bestimmt noch irgendwo eins sein. One last pick. Die Kisten, nee, leider nicht. Ist kein Resident Evil, Leute. No Resident Evil. Hier waren wir auch schon ewig nicht mehr. Was ist hier so? Wer friert denn schon so? Hier haben wir auch noch gar nicht alles angeschaut, ja. Hier waren wir zum Beispiel auch noch... Oh, da ist es ja. Hat er mich gerade beleidigt? Okay. Hier war der Pervert Room. Hier war ich ja auch schon. Und hier gibt's nichts. Okay. Oh, was ist das? Ah, das war der Reporter. Das war das Piepsen. Also irgendwas hat er ihm an eine Art Gedicht aufgesagt, aber das habe ich jetzt nicht verstanden. Dieses Chop Chop. Da hat gerade in meinem Chat gesagt, die soll ich abknallen. Aber irgendwie kann ich nicht. Oh doch, kann ich. Oh, was ist jetzt los? Was zur Hölle ist das hier so? Okay, was war das jetzt? Was war das jetzt bitte? Okay.
Dieses Kackventil hätte ich doch nur an seiner Stelle gelassen. Furchtbar. Der Arme. Ich weiß nicht, ob ihr das gleiche fühlt wie ich, aber ich fühle mich so schuldig. Oh, ist jetzt offen. Warte mal. Dann nehme ich das jetzt mit, oder? Ah, nee, okay, geht nicht. So eklig. Muss jetzt noch irgendeine Maschine hier kaputt machen. Was zur Hölle passiert hier denn noch? Oh Gott. Oh Gott. Plateau. Barada. Oh mein Gott, was? Oh Gott, okay. Was mache ich denn jetzt, um Gottes Willen? Ich glaube, dieses Spiel ist so eine kleine Parodie für sich selbst, oder? So richtig witzig einfach nur, wie sie sich selber auf den Arm nehmen. Muss ich den einfach nur abknallen? Oh shit, aua. Oh Gott, Hilfe, übertreib doch nicht. Übertreib nicht. Oh shit, aua. Oh Gott. Du dummes Schwein. Okay, jetzt muss ich einfach nur rennen. Jetzt kommen wieder unfassbar viele auf mich zu. Okay. Ist es jetzt tot? Ja, finally. Ih, ist da der Rotz dran. Oh Gott. Oh Gott, Hilfe. Why? 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 Ich will hier überhaupt nichts mehr hinterfragen. Ich werde aber jetzt etwas tun, was euch und die Zuschauer, die Gnus im Chat, richtig glücklich machen wird. Und zwar, wenn manchmal nichts läuft im Leben und alles schlimm ist, it's time for a doggo. Ne? It's time for a doggo. Ja, ja, ich bin dein Freund. Nein, mach keine Scheiße. Hundi, where's the dog? Hey! Du undankbares Getier. Wo ist der hin? Hund? Hund? Der Hund muss sich hier wirklich wie im Paradies fühlen. Bei den ganzen... Oh, der ist a huge ball locking the front door. Ja, was ist los? Möchtest du jetzt mit mir gehen? Oh, ich muss jetzt irgendwo... Diese Tür muss ich jetzt irgendwie hier loswerden. War nicht irgendwas mit dieser Maschine? Ich habe doch noch diesen einen Mule-Dingens. Oh ja, da. Lab. Oh, eine Security Card kommt da raus. Security Key Card. Aber wofür ist die und wo kann ich die reinmachen? Der Hund, der ist ja hoffentlich sicher. Ich weiß, ich will nicht, dass der Hund in dem Spiel noch irgendwie, dass da noch was passiert. Das wäre sehr ärgerlich. So, jetzt schauen wir erstmal, was dieses perverse Schwein hier so angestellt hat. Kann ich das hier nicht usen? Use it doch. So, let's go. Das ist ja der Typ, der gefunden. War das nicht der, den man gesucht hat? Nee. Ah, damit öffne ich jetzt die Tür. Ja, Doggo, wir haben es geschafft. Unser armer Freund wurde zwar gegrillt, aber wir dachten eh, er wäre tot. Oh nein!
Ja. Der Hund darf's essen. Okay, so. Ich dachte jetzt wirklich, wir gehen drauf. Oh Gott, wir haben es geschafft. Dogo. Nein, nicht doch. Oh Gott, wir haben es geschafft. Oh, ich bin so arm. War das nicht meine Security Card? Ja, Cap, es tut mir so leid. Leider haben wir dich nicht gut behandelt. Ach komm. Ach, es ist nur der Arm, okay. Da kommen Kotlets raus, das Spiel verarscht sich so schön selber einfach nur. Freiheit. Freedom! Ja! Wir haben es geschafft, um Gottes Willen. Oh, a few hours earlier. Today is November 30th, 1997. Time 13:25. I'm Detective Harry Johnson. With me is Detective Brian Davis. And sitting with us is Keith Williams. Okay. We'll start this interview by... Listen, I've told you everything I know. I got a call from Tony informing me someone smashed the shop window. I left the house and got to the shop at around 10 p.m. Ah, oh Tony God. Wasn't there. The shop was this trashed. This is unser boss. I saw the blood and guy's body at the back of the shop and called you guys. The last time. I don't know where Tony is. Was ist unser unser Chef war der Mörder oder der Anführer? Hä? In loving memory of Tony Robinson. Oh, der ist wirklich gestorben. In a completely sane world, madness is the only freedom. Oh, wie traurig. Oh, rest in peace. Ach, wie traurig, für den haben die das gemacht. Ja, Leute, interessanter Plot-Twist. Das bedeutet, das war unser Chef. Aber ich weiß nicht, ob es da mehrere gibt, weil eigentlich haben wir den Killer ja getötet. Und jetzt sitzt er bei der Verhörung. Und beim Verhör habe ich irgendwas Falsches irgendwie wahrgenommen oder verpasst oder keine Ahnung. Jedenfalls, cooles Game. Mir hat alles sehr gut gefallen. Vor allem Jumpscares, es war super lustig. Das unten im Kanal, eine Kanalisation hätte ich ein bisschen kürzer gemacht, aber okay. Es war jetzt auch nicht schlimm, dass der Killer einen die ganze Zeit hinterhergerannt. Es war nicht so stressig anstrengend. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Es war übrigens a few hours before, wie wir gehört haben. Das heißt, tatsächlich ist er der Killer gewesen. Unser Chef war der Killer. Interessant, wie er da dann wieder rausgekommen ist, weiß ich auch nicht. Aber schreibt mir gerne die Kommentare. Über Daumen nach oben und Abo würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns, wie immer, in den nächsten Videos. Empfehlt mir gerne weitere.